Mein Name ist Alfred Hirsch und ich wohne am Hummelhof. Okay. Und ich bin ein häufiger Besucher, ein häufiger Gast da gewesen und habe heute die Gelegenheit bekommen, aus diesem Anlass 40 Jahre Woodstock da mal Platten aufzulegen. Bekommen, leider. Geschaffen hast du es mir, oder? Ja, ich bin Vorsteller geworden und man hat es mir erlaubt. Aber ich glaube, so wie Woodstock bist du ins Wasser. Also ist quasi, dass der Regen hat dir den Strich durch die Rechnung gemacht, oder? Ja, leider. Ja. Aber war bei Woodstock nicht auch Regen oder wie war das bei Woodstock? Ja, ja. Am Samstag, also das war von Freitag bis Sonntag und am Samstag gab es ein heftiges Gewitter. Aha. Da haben es die Leute dann aus Vorsicht, also auch von denen, die da auf die Lautsprechertürme geklettert sind, die haben es runtergeholt, aha, um da also Blitzeinschlag und so vorzubeugen. Ne? Und da war es das, gewesen, das ist ganz schön heftig zur Sache gegangen. Und wie viele Leute waren dort, weißt du das? 300.000 mindestens. Mhm. Ursprünglich haben sich 1 Million auf den Weg gemacht. Und es gab ein fürchterliches Verkehrschaos und irgendwann hat dann die Exekutive dann das Ganze unter Kontrolle gehalten und 400.000 offiziell durften an das Gelände ran. Wahnsinn. Und wie hast du das verfolgt oder wie ist das zu deiner Zeit? Ich habe das damals eigentlich gar nicht mitbekommen. Das war in den Ferien von der 4. auf die 5. HTL. Da habe ich also gleich nach Schulschluss habe ich einmal 5,5 Wochen Ferialpraxis gemacht in der Föst und anschließend bin ich mit meiner Freundin in die Berge gefahren, weil damals war ich gerade verliebt und habe das eigentlich gar nicht mitgekriegt. Erst später dann, Anfang der 70er Jahre, 70 ist ja dann auch diese Platte rausgekommen und irgendwann habe ich mir dann die erste Stereoanlage gekauft und dann habe ich mir auch diese Platte besorgt. Wann war Woodstock selbst dann? Von 15. bis 17. August 69. Ah, okay. Und das haben sich dann quasi über die Platte hat man sich das dann ja, quasi angeeignet. Ja, ja. Und jahrelang begleitet. Und ja, die Musik hat mich einfach interessiert, der 60er und 70er Jahre. Aha. Und das ist aber dann eigentlich abgeklungen in den 80er und 90er Jahren. Da gab es eigentlich aus meiner Sicht nur mehr, oder haben mir eigentlich nur mehr gefallen, die Pink Floyd und die Dire Straits halt dann. Ne? Und so hier und da mal vereinzelte Interpreten. Aber die Musik der Neuzeit, die begeistert mich gar nicht mehr so sehr. Ne? Ich kam immer wieder in den alten Sachen und habe mir auch sehr viele CDs auch zugelegt. Ne? Und ja. Und genau 40 Jahre ist das jetzt her? Ja. Okay. So etwas mehr als 40 Jahre. Ja. Aber immerhin hatten wir eine kurze, gemütliche Hippie-Stimmung mit warmem Kart und. Ja, ich hoffe, es hat wenigstens ein paar ein bisschen angesprochen. Ne? Ja, danke auf jeden Fall. Vielen Dank für den netten Abend. Gerne.